Hallo zusammen, heute sprechen wir über einen der Zwecke von Zungenrede, nämlich mit Gott auf seinem Level zu kommunizieren. Wir sind mitten in unserer Serie über Zungenrede. Das heißt, guck doch die Playlist mal durch. Das sind die Grundlagen, wie die Arten von Zungenrede erklärt. Und heute sprechen wir über die Zwecke von Zungenrede. Der erste Zweck, den ich dir vorstellen möchte, ist, wir kommunizieren mit Gott auf seinem Level. Vielleicht hast du Filme wie Plötzlich Prinzessin 1, 2, 3 oder King Ralph gesehen. Und es ist meistens ähnlicher Ablauf. Es kommt eine Person, die nicht aus noblem Hause ist, kommt an den Königstisch. Und es ist meistens obertrollig anzugucken. Die wissen doch nicht, was sie mit den ganzen Messern und Gabeln machen sollen. Und der Knicks sitzt nicht, wie er sitzen müsste. Und alles bringen sie durcheinander. Und manchmal ist es auch schwierig. Wie macht man das denn richtig? Ich wüsste es auch nicht. Und ich meine, wir sprechen vom König der Könige. Und eine Art, wie wir die Anliegen vor ihn bringen können mit dem richtigen Knicks, ist Zungengebet. Wir lesen das. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, also wie man es richtig macht. Aber der Geist tritt für uns ein mit unaussprechbarem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also wenn du mal nicht weißt, ja, aber wie mache ich das jetzt genau und ich weiß nicht und mache ich es denn richtig und hier und da und blub und hast du nicht gesehen, bete einfach mal in Zungen. Und der Heilige Geist wird das nehmen, was in dir drin brodelt, was du gerade in Zungen aussprichst, was du selber nicht verstehst. Weißt ja, der Verstand ist ohne Frucht, haben wir hier drüber gesprochen. Aber der Heilige Geist geht dann eigentlich direkt da und nimmt es aus dir raus und bringt es mit unaussprechbarem Seufzen. Dann bringt es vor Gott selber hin, so wie es sich gebührt, so wie es richtig ist. Ich kann dich also wirklich ermutigen, probier es mal aus, wenn du nicht weißt, wie man es richtig macht. Hey, falls dir das Video geholfen hat, darfst du mir gerne auch ein Däumchen in die Höhe geben. Darfst gerne den Kanal abonnieren und bis bald im nächsten Video. Tschüss.